Ciao, King. Ja, servus und willkommen zu einem meiner Tutorials. And if you don't speak German, just activate the English subtitles. Die Schrittstellung Jongunsugi. Das ist eben die Schrittstellung oder auch Gangstellung genannt oder auch Vorwärtsstellung, große Vorwärtsstellung. Hierbei stehen die Füße auch in etwa schulterbreit, eventuell auch ein kleines bisschen mehr als schulterbreit. Die Füße sind fast komplett parallel. Der vordere Fuß schaut genau nach vorne, der hintere Fuß darf ein kleines bisschen nach außen zeigen, da man dadurch etwas mehr Stabilität im hinteren Bein bekommt und auch mehr Last aufnehmen kann. Man kann nicht so leicht zur Seite umfallen oder man kann auch seitliche Abfangbewegungen eben stabiler aufnehmen, ohne dass man gleich umfällt oder genau aus dem Tritt kommt, aus dem Gleichgewicht kommt. Ich stelle es mir immer so vor, dass ich wie auf Schienen stehen würde, also wie ein Zug auf Schienen oder wie ein Auto, das eben eine breite Spur hat. Im Vergleich, ein Fahrrad oder Motorrad ist nur ein Einspurfahrzeug und es steht halt sehr instabil, das heißt, es kippt eigentlich sehr leicht um. Im Vergleich dazu, ein Auto oder ein Zug, der auf Schienen steht, steht sehr breit da, ist ein Mehrspurfahrzeug und dadurch hat es mehr Stabilität und kippt nicht so leicht um. Der Oberkörper dabei ist wieder ganz gerade, schaut ganz gerade nach vorne. Der Kopf ist gerade, schaut nach vorne. Wie gesagt, Oberkörper ganz gerade nach vorne gerichtet. Hier von vorne gesehen, ganz gerade nach vorne. Beide Schultern schauen nach vorne. Von der Seite gesehen sind die Schultern genau in einer Linie. Das vordere Bein, das vordere Knie ist angewinkelt. Hierbei ist das Knie in etwa über dem Fuß oder über der Ferse. Ist auch ganz gerade, also ist nicht nach innen oder nach außen gekippt, sondern steht wirklich das Knie ganz gerade über dem Fuß. Das Knie ist ganz gerade über dem Fuß. Das hintere Bein ist im Prinzip komplett durchgestreckt, also möglichst gerade. Die Gewichtsverteilung kann je nach Anwendung leicht variieren. Steht in vielen Quellen geschrieben, dass Gewichtsverteilung genau 50-50 ist, also Schwerpunkt genau in der Mitte ist. Aber je nach Anwendung kann man auch das vordere Bein etwas mehr belasten, je nachdem, was für eine Anwendung man gerade hat. Also leicht, ich würde auch sagen, etwas mehr Gewicht auf dem vorderen Bein. Hier auch mal gewechselt von der anderen Seite gesehen. Oberkörper gerade, Schultern, eine Linie. Oberkörper schaut gerade nach vorne. Oberkörper aufrecht, Kopf gerade und schaut nach vorne. Bei eben sehr vielen, wie bereits erwähnt, Block- oder Abfangbewegungen wird diese Schrittstellung angewendet, zum Beispiel Hadamaki-Block oder Sanamaki-Block, Anpanmukmaki oder eben diverse andere Blocks. Und dann eben auch für viele Stoß- und Schlagtechniken, eben Fauststoß, kann aber auch mal ein Handrücken sein, ein Yoksudo, oder mal ein Sudo von außen. Es gibt also viele Möglichkeiten, in denen diese Schrittstellung angewendet wird. Diese Schrittstellung findet bei sehr vielen Techniken eine Anwendung, zum Beispiel gleich in der allerersten Chong, Chon Shi Chong. Wir kennen es ja dann zur Seite der Hadamaki Block oder dann gleich der Fauststoß. Also eben bei vielen Abfang- oder Blocktechniken, genauso aber auch bei vielen Stoß- oder Schlagtechniken. Oder mit beiden Händen, bekannt aus der dritten Chong.
Die Chongo-Stellung ist auch sehr gut beim Halten für den Bruchtest, da man hier sehr viel Stabilität auch nach hinten hat, was nicht so leicht nach hinten umkippt, eben durch das nach hinten gestreckte Bein. Man hat sehr viel Stabilität nach hinten. Genauso aber steht man auch schön, sauber, stabil und neigt nicht so leicht zur Seite. Also für ein zum Beispiel Yogchagi oder seitlich gehalten für ein Panditoli-Chagi ist diese Schrittstellung eben auch sehr gut.